Damen und Herren. Willkommen im Namen der Wittgenstein-Initiative. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass bei dem heutigen Thema wir präsentieren die neue Edition von Ludwig Wittgensteins Korrespondenz mit seinen Geschwistern. Dass ausgerechnet heute so viele Familienmitglieder bei uns sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Radmila Schweizer von der Wittgenstein-Initiative und ich werde mich bemühen, gut den Abend zu moderieren. Zuerst darf ich unsere Teilnehmer vorstellen. Zum ersten Mal ist unser Gast Dr. Joachim Schulte aus Zürich und das ist eine große Ehre für uns, weil ich gehört habe, dass Sie nicht oft Einladungen akzeptieren. Also das ist ein Kompliment. Gleichzeitig muss ich sagen, dass dieses Buch ohne Joachim Schulte nicht möglich gewesen wäre. Brian McGuinness und Joachim Schulte. Professor Schulte ist einer der herausragenden Wittgenstein-Forscher heute, noch immer einer der Verwalter des Wittgenstein-Nachlasses im gewissen Maß, aber vor allem Herausgeber und Autor von vielen Büchern über Ludwig Wittgenstein. Dr. Alan Janik, einer der Founding Fathers der Wittgenstein-Initiative, langjähriger Leiter des Projekts der Korrespondenz von Ludwig Wittgenstein im Brennarchiv in Innsbruck. Dieses Buch beruht vor allem auf dem Gesamtbriefwechsel, das im Brennarchiv ausarbeitet oder zusammengebracht wurde. Und natürlich ist Professor Janik Autor eines der grundsätzlichen Referenzbücher über Wittgensteins Wien. Dr. Alfred Schmidt ist wissenschaftlicher Assistent der Generaldirektion der Österreichischen Nationalbibliothek und soweit ich verstehe, der einzige echte Wittgensteinianer und Verwalter des Teils von Ludwig Wittgensteins Nachlass, das sich in Wien befindet. Vielleicht gilt es hier auch zu sagen, dass genau vor einem Jahr der Nachlass von Ludwig Wittgenstein in die UNESCO-Liste Memory of the World aufgenommen wurde. Das ist eine seltene Ehre. Ich glaube, nur Arnold Schönberg teilt diese Ehre, Freud zum Beispiel nicht. Aber von Seite der österreichischen Moderne sind Wittgenstein und Schönberg da inkludiert. Der Nachlass befindet sich großteils in Cambridge, in Trinity College, aber 25%, glaube ich, in Wien, in der Nationalbibliothek. Ja. Jetzt zu den Familienbriefen. Ich hatte die große Ehre, dass Brian McGuinness akzeptiert hat, dass ich ihm ein bisschen helfe bei der zweiten Edition. Es ist so passiert, die erste Edition der Familienbriefe ist erschienen im Jahr 96 beim Verlag Tempsky, der nicht mehr solche Bücher herausgibt. Das ist jetzt ein reiner Schulbuchverlag. Danach ist das Buch untertaucht und vor 2-3 Jahren hat mir eine der Herausgeber der ersten Edition, Frau Conchetta Ascher, ein Buch geschenkt, weil sie gesagt hat, das sind die letzten Bücher, niemand will sie, vielleicht interessiert es sie. Und das Buch hat mich sehr beeindruckt. Ich habe Professor McGuinness kontaktiert und ihn gefragt, ob eine englische Ausgabe vom Buch gemacht werden kann, weil es mir aufgefallen ist, wie in der enormen sekundären Literatur über Wittgenstein auf Englisch diese Briefe offensichtlich nicht bekannt sind und dadurch entstehen biografische Fehler. So ist entstanden, dass die englische Edition, die nächste Woche offiziell erscheint. Und im Laufe der Arbeit ist mir eingefallen, auch Professor McGuinness zu fragen, wie wäre es mit einer neuen deutschen Auflage, weil wir, die Wittgenstein-Initiative, sind bemüht, Wittgenstein nach Wien zurückzubringen, Bringing Wittgenstein Home. Und dieses Buch ist unabdingbar, was das Österreichische in Wittgenstein anbelangt.
Professor McGuinness war einverstanden und hier soll ich auch meinen Dank an den Präsidenten der Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft in Kirchberg aussprechen, Professor Friedrich Stadler, weil die Rechte des Buches liegen bei Professor McGuinness, bei Maria Concetta Asche der Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft in Kirchberg. Bei der Arbeit, also das Besondere, das Interessante in der zweiten Auflage ist, dass mehrere Briefe inkludiert sind, 39 noch nie veröffentlichte Briefe zwischen Ludwig und Paul Wittgenstein sind inkludiert. Und das ist besonders interessant, weil der Ton zwischen den zwei Brüdern, den zwei heute noch bekannte, berühmte Wittgensteins praktisch, ist sehr wichtig. Das sagt sehr viel über die das intellektuelle Ambiente in der Familie, glaube ich. So haben wir prozediert und hier muss ich sagen, wieder das Gesamtbriefwechsel, das ist ein elektronisches Tool, das vorerst noch nicht für alle erreichbar ist, aber wir wünschen, dass es bald für die ganze Welt zur Verfügung steht. Da gibt es auch seit 96, seit der ersten Aufgabe, sehr viel Neues in der biografischen Forschung über Wittgenstein. Deswegen mussten wir viele neue Fußnoten, Erklärungen hinzufügen. Manche Briefe sind auch neu transkribiert worden. Es gab Unterschiede in den Texten der Briefen und vor allem in den Unterstreichungen. Diejenigen von Ihnen, die das Buch lesen, werden sehen, wie oft Ludwig einmal oder zweimal oder manchmal dreimal gewisse Worte unterstrichen hat. Und wir haben versucht, es wirklich alles genauso zu lassen, wie es in den Originalen ist. Jetzt genug von mir, jetzt darf ich Professor Schulte bitten, seine Gedanken über Wittgensteins Familienkorrespondenz zu sagen. Danke, ich werde versuchen, die Unterstreichungen stimmlich irgendwie differenziert wiederzugeben. In der nächsten Viertelstunde möchte ich in knappen Worten den Band Wittgensteinerne Familienbriefen vorstellen. Herausgegeben wurde dieses herrlich lesbare und unbedingt lesenswerte Buch von Brian McGuinness und Radmila Schweizer, dem für diese überaus verdienstvolle Arbeit uneingeschränkt zu danken ist. Dieser Band basiert auf einer früheren, jetzt unter anderem durch Briefe von und an Ludwigs Bruder Paul ergänzten Veröffentlichung. Er reiht sich ein in eine erkleckliche Zahl von Briefwechseln zwischen Ludwig und einigen seiner Freunde. Zu nennen wären hier etwa die ebenfalls im Heimon Verlag erschienenen Bände mit Briefen von und an den Architekten Paul Engelmann, den Schuldirektor Ludwig Hensel und dem musikbegeisterten Lehrerkollegen Rudolf Koder. Wenn wir von dem elektronisch verfügbaren Gesamtbriefwechsel des Innsbrucker Brenner-Archivs absehen, ist der umfangreichste Briefband jedoch das ebenfalls von Brian McGuinness herausgegebene und für die Wittgenstein-Forschung unentbehrliche Buch Wittgenstein in Cambridge, das unter anderem die Korrespondenz mit den philosophischen Lehrern Russell und Moore sowie mit frühen und späteren Freunden wie Keynes, Ramsay, Norman Malcolm und Georg Hendrik von Wright enthält. Dieser englischsprachige Band unterscheidet sich insofern von den zuvor genannten Büchern, als zahlreiche Korrespondenzstücke direkt oder indirekt Aufschluss geben über verschiedene Aspekte von Wittgensteins philosophischem Werk, während das bei den auf Deutsch geschriebenen Briefen der übrigen Bände kaum oder gar nicht der Fall ist. Das gilt auch für die jetzt in zweiter Auflage erschienene und vielfach ergänzte Auswahl von Briefen, die Ludwig mit seinen Angehörigen gewechselt hat. Lässt man ein oder zwei für die Philologie des Wittgenstein-Nachlasses überaus wichtige Manuskriptlisten unberücksichtigt, ist dort von seiner philosophischen Tätigkeit allenfalls nebenbei die Rede. Nur selten spricht Ludwig von seiner Arbeit als Dozent und später Professor in Cambridge und seine Arbeit als Verfasser eines faszinierenden und enorm einflussreichen philosophischen Oeuvres spielt in diesen Briefen kaum eine Rolle. Während sich viele Facetten von Wittgensteins Persönlichkeit
in den zwischen ihm und seinen Angehörigen gewechselten Briefen spiegeln und durch wiederholte Spiegelungen besonders scharfe Konturen gewinnen, stößt man bei ihrer Lektüre nur ganz gelegentlich auf sei es bewusste oder unbewusste Anspielungen auf sein Werk. Solche Anspielungen tauchen jedoch mitunter ganz unvermutet auf, wie zum Beispiel dann, wenn dem Leser eines Briefs der Schwester Hermine die Formulierung »Es ist, als ob ein Zwischenglied fehlte« ins Auge fällt und an den Paragraphen 122 der philosophischen Untersuchungen erinnert, in dem Wittgenstein im Hinblick auf das Ziel einer übersichtlichen Darstellung schreibt, hierin liege die Wichtigkeit des Findens und des Erfindens von Zwischengliedern. Damit möchte ich natürlich keinen Zusammenhang zwischen Hermines Denken und Ludwigs Philosophie suggerieren, aber immerhin könnte hier ein Hinweis auf ein in der Familie geläufiges Bild vorliegen, nämlich auf das von Goethes Morphologie geprägte Bild einer Reihe geordneter, ähnlicher, aber nicht genau gleicher Glieder, die durch eben diese Ordnung vorherbestimmen, welches Glied an welcher Stelle als Zwischenglied eingefügt werden kann. In einem ziemlich späten Brief Ludwigs an seine Schwester Helene dagegen nimmt er wohl absichtlich auf den Begriff der Familienähnlichkeit und damit auf einen Zentralbegriff seines Denkens Bezug, wenn er im Hinblick auf das von ihm selbst mitentworfene Haus in der Kundmanngasse schreibt, wenn es auch der Gretel gemäß und euch, also den beiden anderen Schwestern Hermine und Helene, in gewissem Sinne ungemäß ist, so ist das doch eine Familienunähnlichkeit. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Unähnlichkeit, deren Bedeutung nur zu erkennen ist, wenn man berücksichtigt, dass sie im Rahmen einer Familie, also im Kontext einer großen Zahl vorgegebener Ähnlichkeiten, eine Rolle spielt. Besonderes Interesse gewinnt diese Bemerkung, wenn man bedenkt, dass Wittgenstein hier betont, das Haus sei nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt seines mehr oder weniger kontextfreien architektonischen Werts zu betrachten, sondern als ein ganz speziell auf die Persönlichkeit Gretels zugeschnittenes Produkt. So gesehen kommt das Haus in keinem Sinn als ein vom Adressaten unabhängiges Werk Wittgensteins in Betracht, denn es sollte einer ganz bestimmten Einzelperson gefallen, völlig unabhängig vom Urteil einer sei es noch so sachkundigen Gemeinschaft von unvoreingenommenen Kennern. Um auf eine dritte Stelle hinzuweisen, an der zumindest eine Parallele zu Wittgensteins philosophischen Schriften zu erkennen ist, möchte ich die folgenden Zeilen aus einem wohl 1936 geschriebenen Brief Ludwigs an Helene zitieren. Ich, also Ludwig Wittgenstein, ich möchte noch sagen, dass auf Anregung der englischen Regierung jetzt wöchentlich ein Talkstündchen im Radio von mir abgehalten werden soll. Ich werde auf diese Weise eine Verständigung der Völker anbahnen. Hier erkennt auch der nicht eingeweihte Leser sofort, dass diese Zeilen nicht ernst gemeint sind. Die Vorstellung, Wittgenstein könne als Talkmaster im Rundfunk auftreten, um dort Sendungen über politische, der Weltverbesserung dienende Sendungen zu moderieren, hat in der Tat etwas Absurdes. Dieses absurde Licht soll nun auf das thematische Ziel solcher Sendungen, nämlich das Ziel der Völkerverständigung, fallen und diesen volksaufklärerischen Gedanken der Lächerlichkeit preisgeben. Nicht jeder Leser wird die Tendenz dieser Briefstelle gutheißen. Und das Gleiche gilt für die folgende, im Spätwerk über Gewissheit abgedruckte Stelle mit ihren offenkundigen Parallelen. Ich zitiere Wittgenstein: Menschen haben geurteilt, ein König könne Regen machen. Wir sagen, dies widerspreche aller Erfahrung. Heute urteilt man, Aeroplan, Radio etc. seien Mittel zur Annäherung der Völker und Ausbreitung von Kultur. Zitat Ende. Klar ist, dass vom Leser, ebenso wie an der zitierten Briefstelle erwartet wird, es als evident einzusehen, dass der früh- oder vorgeschichtliche Glaube an die Regenmacherei
vor dem Gerichtshof der kritischen Vernunft keineswegs schlechter dasteht als der sich progressiv dünkende moderne Köhlerglaube an Völkerverständigung oder gar kulturellen Aufstieg durch Technik. Und wieder wird nicht jeder Leser Wittgensteins Sinn für die Absurdität einer solchen Position teilen wollen. Das ändert aber nichts daran, dass Wittgenstein dergleichen als offensichtlich absurd ansieht und davon ausgeht, dass verständnisvolle Leser die Dinge ebenso auffassen oder seinen Standpunkt zumindest begreifen würden. Tatsächlich gehörte Wittgensteins Bruder Paul zu denen, die zumindest verstanden, welche Bewandtnis es mit Ludwigs Absurditätssinn hatte. Aus diesem Grund konnte er auch aktiv daran mitwirken, die charakteristische Nonsenssammlung des jüngeren Bruders zu ergänzen. Diese erhalten gebliebene und in Wittgensteins Testament eigens bedachte Sammlung besteht hauptsächlich aus Zeitungs- und Illustriertenausschnitten, die exemplifizieren, was Ludwig bzw. beide Brüder für absurd hielten. Die jetzt vorliegende Neuausgabe der Familienbriefe verschafft uns anhand einiger Kostproben und der Erläuterungen von Brian McGinnis einen Eindruck von dem, was hier gemeint ist. Und so finden sich neben irrwitzigen Beiträgen aus dem Nazi-Organ der Stürmer und naiven Bemühungen, die Völkerverständigung durch lateinische Konversationsübungen voranzutreiben, vor allem populärwissenschaftliche Ansätze und Versuche verdienter Naturwissenschaftler, durch Popularisierung zur Aufklärung beizutragen. Solche Versuche waren nach Wittgensteins Auffassung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vor allem wollte er die Tendenz anprangern, wissenschaftliche Erkenntnisse durch mystifizierende Vergleiche zu erläutern und dabei voller Naivität auf mehr oder weniger offenkundige Scharlatanerien vom Typ parapsychologischer Experimente wie Tischrücken und angebliche Gespräche mit Verstorbenen hereinzufallen. Bei der Lektüre der vorliegenden Briefe wird neben den Familienunähnlichkeiten, auf die Ludwig an einer bereits genannten Stelle hinweist, auch manche Ähnlichkeit deutlich. Eine dieser Ähnlichkeiten ist ein gewisser Hang zu deutlicher Sprache, ja zur Freude am Gebrauch von Kraftwörtern. So bereitet es Gretel offensichtlich Vergnügen, wenn sie an Ludwig schreibt: Ich sage dir, ich habe einen Schiss, der in kein Haus geht. Und in einem etwas früheren Brief heißt es: Ich reise mit einem beschissenen und einem heiteren Auge. Das Heitere gilt dem Tommy und das Beschissene dir, weil ich mich auf ein längeres Zusammensein mit dir gefreut habe, das sie jetzt wegen eben dieser Reise verpasste. Bei Ludwig verbindet sich diese Neigung manchmal mit seiner gerade im Familienkontext und trotz seiner Rolle als Benjamin dieser Generation von Wittgensteins hervortretenden Lust am Dozieren und Klarstellen von Problemen. So verhält es sich vor allem dann, wenn diese Probleme dem Betreffenden nicht oder noch nicht bewusst geworden sind. So schreibt er in einem nicht genauer zu datierenden Brief an seinen Bruder Paul aus den 1930er Jahren zu dem explizit angesprochenen Thema anständige und unanständige Wörter. Zitiere: Das Gebrauchen eines Wortes drückt eine bestimmte Attitüde gegen die Bedeutung des Wortes aus. Nimm zum Beispiel die drei Wörter Scheißhäusel, Abort und gewisser Ort. Wenn du das erste gebrauchst, so liegt darin, dass du dich nicht im geringsten genierst, an den ganzen unappetitlichen Gebrauch dieses Raumes zu denken. Das zweite Wort ist schon rein sachlich. Wenn du es gebrauchst, so zeigt das, dass du ganz abstrakt, quasi rein wissenschaftlich über die Sache sprichst. Und der dritte Ausdruck ist gar eine Umschreibung. Und sein Gebrauch zeigt an, dass man am liebsten gar nicht von der Sache reden möchte. Kurz, man verbindet tatsächlich mit den drei Ausdrücken verschiedene Vorstellungsgruppen. Zitat Ende. Damit ist die diffizile sprachphilosophische Problematik des Verhältnisses zwischen Ausdruck oder Zeichen, Gebrauch und Bedeutung in aller Klarheit angesprochen. Im weiteren Verlauf des Briefs scheint Wittgenstein sogar Stellung zu beziehen zu der Frage, inwiefern Gebrauch und lexikalische Bedeutung in einem Wechselverhältnis stehen.
Denn dort schreibt er, wenn man ohne ordinär zu reden das Wort Maul auf einen Menschenmund anwende, so könne man nur etwas Hässliches meinen. Und das wiederum sei ein Indiz dafür, dass Maul etwas anderes bedeutet als Mund. Deutliche, gelegentlich überdeutliche Formulierungen werden im Briefwechsel zwischen Ludwig und seinen Geschwistern nicht selten gebraucht. In einem langen Brief an Paul aus den 1920er Jahren möchte Ludwig seinen offenbar eingeschnappten Bruder dazu überreden, sich nicht länger zu zieren und bei einem bestimmten Anlass in Gretels Haus Stücke des nicht zu Unrecht als Familienkomponisten, das heißt als Komponisten der Familie Wittgenstein, bezeichneten Josef Labor zu spielen. Mit bewundernswerter Klarheit setzt Ludwig seinen Bruder auseinander, warum er ihm selbst und anderen Zuhörern einen Gefallen täte, wenn er sich dazu durchringen könnte, bei Gretel aufzutreten. Er verweist auf den Unterschied zwischen einem Rezitator und einem Schauspieler. Jener tritt ganz hinter dem Werk zurück, während dieser das Werk benutzt, um sich selbst zur Darstellung zu bringen. Paul gehöre zu denen, die nicht hinter der Komposition zurücktreten, sondern sich selbst darstellen wollen. Daran könnte man zwar auch seine Freude haben, aber er, Ludwig, für seinen Teil, wolle normalerweise den Komponisten selbst sprechen hören. Daher sei das Spiel des Bruders meistens nichts für ihn, außer etwa im Fall Labors, in dem Paul tatsächlich den Komponisten zum Sprechen bringe. Ähnlich wie bei Labor verhalte es sich übrigens, und das ist eine in mehreren Hinsichten aufschlussreiche Bemerkung, wenn Paul Wagner spiele oder Walzer von Strauss. Denn auch bei diesen Komponisten trete er hinter dem Werk zurück und stelle seine stupende Technik ganz in den Dienst der Komposition. Der Hinweis auf Wagner ist auch deshalb von Interesse, weil dieser im Rahmen eines besonders faszinierenden brieflichen Dialogs zwischen den Brüdern eine Rolle spielt. Dabei geht es um den Nibelungenstoff und Friedrich Hebbels in Pauls Augen misslungene Bearbeitung dieses Stoffs, die er der, wie er meint, sehr viel besseren Version des Textdichters Wagner gegenüberstellt. Auf Pauls ausführlichen Brief vom Dezember 1934 antwortet Ludwig in einem langen Schreiben, in dem er auf diesen Vergleich eingeht, aber dem Urteil des Bruders in mehreren Hinsichten widerspricht. Vor allen Dingen kritisiert er den Vergleich selbst und kommt zu dem folgenden charakteristischen Schluss. Ich zitiere: Ich glaube, vergleichen kann man Hebbel und Wagner so wenig wie einen Blinden und einen Lahmen, außer insofern, als beide nicht recht gehen können. Wie Brian McGinnis an einer besonders aufschlussreichen Stelle seiner Einleitung zum Briefwechsel zwischen Ludwig und seinen Geschwistern betont, kommt das jeweilige Verhältnis zwischen den einzelnen Personen der Geschwisterpaare in unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zum Ausdruck. So spricht Ludwig mit Hermine vor allem über religiöse oder religiös gefärbte Themen, zumal wenn es um die großen russischen Autoren Tolstoi und Dostojewski geht. In den Unterhaltungen mit Gretel geht es oft um Träume und sonstige Fragen von psychologischem und insbesondere psychoanalytischem Interesse. Im Gespräch mit Helene gibt sich Ludwig gern Witzeleien hin, die er in seinen Briefen an sie oft als ein Blödeln bezeichnet, das ihm ebenso unentbehrlich sei wie nur irgendein Vitamin. Dabei darf man freilich nicht vergessen, dass Helene gerade in späten Briefen auch die Empfängerin von nicht nur musikbezogenen ästhetischen Reflexionen ist, sondern auch von sehr detaillierten Empfehlungen zum Umgang mit Reproduktionen oder Fotografien, die den Leser hin und wieder an das Vorwort zu den philosophischen Untersuchungen denken lassen, in dem Wittgenstein den Philosophen als Landschaftszeichner beschreibt und dessen Defizite mit denen eines schwachen Zeichners vergleicht. Ähnliche Bemerkungen finden sich in früheren Jahren vor allem in Briefen an Hermine, die ihrerseits darüber berichtet, inwieweit es ihr gelingt oder misslingt, die Ratschläge des Bruders in der zeichnerischen oder allgemeiner gesprochen gestalterischen Praxis umzusetzen. Mit Gretel wiederum weiß Ludwig sich in vielen Geschmacksdingen
also im weiteren Sinn ästhetischen Fragen einig, sodass er ihr etwas schreiben kann, ich zitiere, gestern dachte ich, ich weiß nicht warum, an das Kundmann-Gassenhaus und wie entzückend du es eingerichtet hast und wie wohltuend. In dieser Sache verstehen wir uns. In einem Punkt waren die Geschwister Ludwigs zweifellos derselben Meinung. Sie waren sich völlig sicher, dass er ein echter und gänzlich unverkennbarer Wittgenstein war. Als er 1920 nach Niederösterreich ging, um dort als Volksschullehrer zu arbeiten, wollte er unter anderem der Rolle eines Angehörigen eben dieser Familie entkommen. Auch deshalb lag ihm daran, in einer möglichst ländlichen Gegend eingesetzt zu werden. Die Flucht aus dieser familiengebundenen Rolle misslang jedoch, denn schon bald wurde er als einer dieser Wittgensteins erkannt. Offenbar klagte Ludwig den Geschwistern sein Leid, worauf Paul unter anderem mit den folgenden Worten antwortete, aus denen der eine oder andere Leser neben anklingendem Stolz vielleicht eine gewisse Schadenfreude herauszuhören vermag. Ich zitiere: Bei der unglaublichen Bekanntheit unseres Namens, dessen einzige Träger in Österreich wir sind, bei dem ungeheuren Bekanntenkreise unseres Vaters, Onkel Louis, Tante Claras, den Gütern, die wir in ganz Österreich verstreut besitzen, den verschiedenen Wohltätigkeitsaktionen und so weiter, ist es ausgeschlossen, wirklich vollkommen ausgeschlossen, dass ein Mensch, der unseren Namen trägt und dem man die vornehme und feine Erziehung auf 1000 Schritte ansieht, nicht als ein Mitglied unserer Familie erkannt werde. Selbst eine Änderung deines Namens als Ultima Ratio würde dir nichts nützen. Es ist das eine Sache, so hart sie sein mag, mit der du dich vertraut machen musst und an die du, so hart es klingt, dich wirst gewöhnen müssen. Dem fügt Hermine in ihrem Brief vom selben Tag hinzu, ihr sei klar, dass die Entdeckung von Ludwigs Identität unvermeidlich war. Man fragt sich jedoch, und mit dieser Frage möchte ich meine Betrachtungen abschließen, ob es für Ludwig tröstlich war, dass sie fortfuhr und schrieb, Zitat, ich kann mir nur denken, dass das Neue und Unerhörte sich für die Leute bald in ein Bekanntes verwandeln wird und dass du für sie vielleicht weniger Phänomen sein wirst, wenn sie alles wissen, als wenn sie nur allerlei vermuten. Denn dass du einer anderen Rasse angehörst, müssten sie doch um Gottes Willen bald herausgefunden haben. Und damit warst du ihnen doch gewiss schon ein Rätsel. Vielen Dank, Dr. Schulte. Ich möchte inzwischen nur sagen, Dr. Schulte hat mehrmals das Vorwort von Brian McGuinness erwähnt und das ist ein neues, speziell für diese Ausgabe geschriebenes Vorwort. Und ich persönlich kann nicht genug betonen, wie wichtig die biografische Forschung von Brian McGuinness ist im Fall Ludwig Wittgenstein. Wie schon gesagt, es gibt unzählige Bücher, angeblich 500 sekundäre Literaturbücher über Ludwig Wittgenstein. Nichts kann die Forschung von Brian McGuinness sogar annähernd ersetzen. Und ich habe unsere Kollegin von Shakespeare & Company besonders gebeten, heute als Beispiel die Biografie von Wittgenstein, McGuinnesses Biografie von Ludwig Wittgenstein dabei zu haben und kann nur empfehlen, irgendwie, wenn man die Briefe tiefer verstehen und genießen möchte, ist unabdingbar die Biografie, der deutsche Titel ist Ludwigs junge Jahre, Young Ludwig ist das englische Original. Das ist natürlich nur die erste Hälfte vom Leben Ludwig Wittgensteins, aber eine Biografie von unglaublicher Tiefe und Vielschichtigkeit, auch inkludierend den österreichischen kulturellen Kontext, also Wittgenstein wird nicht gesehen als ein Philosoph, sondern als Teil einer ganzen Epoche. Möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass das Buch hier zu kaufen ist. Jetzt gehen wir zu Dr. Alfred Schmidt. Nein, zuerst du, dann alle. Dr. Alfred Schmidt,
Und es geht um die Briefbestände der Wittgensteins. Viele Familienbriefe der Wittgensteins befinden sich in der Österreichischen Nationalbibliothek. Vielen Dank, Radmila. Ich darf mich auf ein paar Bemerkungen nach dieser sehr profunden Einführung schon von Joachim Schulte auf ein paar Aspekte beschränken, die mir einfach auch wichtig scheinen. Ich beginne mit einer ganz persönlichen Bemerkung. Ich finde es wirklich sehr schön, dass dieses Buch jetzt in einer Neuauflage vorliegt. Die erste Auflage ist ja schon lange vergriffen gewesen. Es ist wirklich ein sehr bezauberndes Buch, das übrigens auch als Weihnachtsgeschenk zu empfehlen ist, weil Ihnen die vier Geschwister Wittgensteins, also von Ludwig, in so anschaulicher Weise sich selber porträtieren sozusagen und in ihrer speziellen Relation, die sie zu Ludwig hatten. Also etwa Hermine, die ihn ungeheuer bewundert. Es gibt einen Brief, wo sie so etwa sagt, alles Große und Schöne in dieser Welt ist unlösbar mit deinem Namen verbunden für mich. Also Sie sehen, da ist eine unglaubliche Verehrung dahinter. Aber auch Helene zum Beispiel, die Ludwig einmal porträtiert in einer sehr netten Weise, dass er sagt, sie habe einen Sinn für eine harmlose Fröhlichkeit und einen Sinn für gesellschaftliche Gemütlichkeit. Also das sind so Bemerkungen, die diese Person sehr schön auch porträtieren. Admila hat es schon angedeutet, ein großer Teil dieser Briefe, die da drinnen sind, ich sage Ihnen gleich genau wie viele, also von den 216 Briefen gibt es 84 davon im Original in der Österreichischen Nationalbibliothek. Das ist auch so ein bisschen Eigenwerbung. Ich möchte Sie auch einladen, wenn Sie noch nicht gesehen haben, oben im dritten Stock gibt es noch bis Februar eine Ausstellung Berg Wittgenstein Zuckerkandl, wo einige dieser Originalbriefe auch zu sehen sind. Also eine Handvoll, nicht besonders viele, aber Sie sehen auch einiges im Original. Welche Bedeutung die Originale noch haben, das ist vielleicht auch eine Frage, die wir dann diskutieren können. Nicht mehr so groß, das ist mein einziger kleiner Wermutstropfen gegenüber dieser Ausgabe. Es sind hier die Besitznachweise weggelassen. Die waren in der ersten Ausgabe noch drinnen, also Sie können jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, welche Briefe wo sich befinden. Es ist vielleicht auch nicht mehr so wichtig. Ellen wird gleich uns erzählen über die elektronische Gesamtausgabe. Der gesamte Briefwechsel ist heute unglaublich bequem zugänglich. Also das ist ein so großer Schritt, auch für die Forschung, den man gar nicht genug loben kann. Ich darf Ihnen da auch noch ein paar Zahlen geben. Von den 2.468 Briefen, die in der Gesamtausgabe drinnen sind, sind 835 in der Österreichischen Nationalbibliothek. Also rund ein Drittel, kann man sagen, der bekannten Briefe von und an Wittgenstein gibt es in unserem Haus, sind natürlich auch im Katalog erschlossen. Und weil ich die Frau Dr. Kamenicek sehe, sie sind auch inhaltlich erschlossen. Das heißt, mit Abstracts versehen, mit kurzen Inhaltsangaben. Sie können auch Personen finden auf diese Weise, die zum Beispiel erwähnt wurden in Briefen. Also vielleicht ein paar der größeren Bestände darf ich aufzählen. Wir haben also ziemlich komplett die Briefe an Rush Rees, auch an seine Frau. Wir haben die Briefe an den Paul Engelmann, 53, Briefe an einen Freund Roland Hutt, der gar nicht so bekannt ist, ein Freund von Francis Skinner. Die Briefe an Wittgenstein, ein ganz großer Teil von der Mutter, Leopoldine Wittgenstein, über 200 Briefe, sehr viele Briefe von Hermine und so weiter und so weiter. Vielleicht auch, um zu zeigen, Wittgenstein war dann lange Zeit nicht mehr in Österreich, aber ich glaube, diese enge Bindung an seine Geschwister hat er sein ganzes Leben lang behalten. Und eine Bemerkung, die sehr berührend ist, aus einem späten Manuskript 1949 im Februar, schreibt er: Hermine ist zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich krank, also schwer krank. Zitat aus Manuskript 138 ist das: Telefongespräch mit Gretel. Sie hat übers Telefon in Wien gehört, Minnig, also Hermine, liege im Sterben. Erkenne niemanden mehr, schlummere friedlich. Ringsherum werden die Wurzeln abgeschnitten, an denen mein eigenes Leben hängt. Meine Seele ist voller Schmerzen. Also das zeigt schon diese enge Bindung, die
Ludwig zu seinen Geschwistern hatte. Er besucht Hermine dann auch noch knapp vor ihrem Tod. Ja, das ist im Grunde, was ich sagen wollte. Ja, ein kleiner Aspekt darf ich noch ergänzen, warum die Originale doch auch heute noch recht wichtig sein können. Ludwig hatte die recht interessante Eigenschaft, dass er manchmal in Ermangelung offenbar von Schreibpapier auf die Briefe, die er bekam, Notizen machte. Ein schönes Beispiel haben Sie da auch drinnen, also der Schluss, der berühmte Schlusssatz des Traktatus, in einer leicht noch leichten Variante, findet sich auf einem Brief, an den Hermine ihm schreibt, vom 7. Juni 1917, also Ludwig befindet sich an der Front in Galizien und arbeitet aber intensiv am Traktatus und notiert hier auf dem Brief von Hermine, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Also die erste Erwähnung dieses Satzes, der dann aus Satz 7 in den Traktatus eingeht. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel geben, ein sehr schönes Beispiel, das geht auf Martin Pilch zurück, das darf ich auch hier erwähnen. Einige Monate später schreibt er auf einem anderen Brief von Hermine, auch wieder auf der Rückseite, die Gegenstände müssen durch ein logisches Band verbunden werden. Also das sind ganz wichtige philosophische Ausdrücke. Übrigens, diese Bemerkung fehlt auch in der Gesamtkorrespondenz, die ist offenbar übersehen worden. Sie erinnern sich vielleicht an den Satz 203 im Traktatus, im Sachverhalt hängen die Gegenstände ineinander wie die Glieder einer Kette. Also das zeigt, dass man doch in den Originalen manchmal noch ganz interessante Entdeckungen machen kann. Okay, damit bin ich schon zu Ende. Danke. Danke, Alfred. Und ich möchte nur zu den fehlenden Signaturen in der zweiten Edition sagen, das war Wunschkonzept von Haimon Verlag, weil die zweite Edition ist Teil der Bemühungen, Ludwig Wittgenstein einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das ist auch der Grund, warum 12 der Briefe in diesem Buch, die ursprünglich im Original auf Englisch sind, im Buch auf Deutsch gegeben sind. Weil, okay, die Verleger haben eine Marktforschung, die wissen, wie das Publikum von Südösterreich bis Norddeutschland reagieren. Ich persönlich und sicher Professor McGuinness fanden das schade, aber je mehr Leute einen unmittelbaren Zugang zu den Menschen Wittgenstein haben und zu den Menschen, die seine Geschwister waren, desto besser. Das ist der Grund, also eine breitere Ansprechbarkeit, Attraktion in den Briefen für die fehlenden Dinge. Jetzt an Alan, die zentrale, die wichtigste Sache, eines der wichtigsten Projekte, die am Brenner-Archiv in Innsbruck realisiert worden sind, ist die Zusammenstellung und Aufarbeitung des Gesamtbriefwechsels. Du bist einer der der Projektleiter des Projekts. Okay, ja. Später. Ja, okay. Zuerst, ad hoc. Ich habe selber eine Publikation veranlasst und bin von meinen eigenen Mitarbeitern verraten worden dabei. Es war ein Wittgenstein-Projekt, nämlich die erste Publikation aus dem Brenner-Archiv, die Briefe Ludwig Wittgensteins an Ludwig von Ficke neu ergänzt in einer Ausgabe, wo alles vollständig ist, ohne wissenschaftlicher Kram. Weil ich finde diesen Briefwechsel, und das ist hier auch in unserem Buch vor uns vorhanden, ich finde den Briefwechsel als solcher etwas Spannendes. Briefe zu schreiben ist Vergangenheit. Briefe zu lesen ist auch leider Gottes beinahe Vergangenheit.
Und für Leute wie Wittgenstein und viel, viel, viel mehr, denk nur an Voltaire, der erfolgreichste Geschäftsmänner Europas war, einer der reichsten Männer Europas, einer der meist publizierten Schriftsteller, der 100 Bände Briefe hinterlassen hat. So Briefschreiben war was. Und man hat einen großen Stolz dran. Das ist eine Kunst zu schreiben, ist eine Kunst, Briefe zu lesen. Eine Kunst, die wir leider Gottes so vergessen. Und es ist sehr wichtig, dass man Ausgaben macht, die userfreundlich in dem Sinn sind, die Leute zurück, die einladend sind. So, das ist mir ein Anliegen. Etwas fehlt im Gesamtbriefwechsel. Das ist eine gute Sache, weil was Nettes ist mit unserem elektronischen Gesamtbriefwechsel, ist, man kann das mit einem Knopfdruck so ausbessern. Das war der Sinn der Sache bei so einer Ausgabe, so alles zusammenzuführen und nicht nur die Briefe, die mit Kommentar. Und was heißt Kommentar? So, Briefe zu kommentieren ist eine Kunst, die in Innsbruck unter anderem erfunden wurde. Und es war von Walter Mettlagel, der diese Vision, woraus ich jetzt rede, so mehr oder weniger selber gehabt hat, dass man als eine Gesamtheit darstellen kann, dass die Briefe von Wittgenstein geben uns einen neuen Zugang zu ihm, aber auch einen neuen Zugang zur österreichischen Kultur. 1969, die erste Publikation aus Wittgensteins Nachlass, die in Österreich erschienen ist, ist in Salzburg als Band 1 der Brenner Studien erschienen, herausgegeben von Georg Henrik von Richt unter Mitarbeit von Walter Mettlagel. Es war auch der erste eigentlich wissenschaftliche Schrift, kann man sagen. Das wurde so in Aufsatzform kommentiert. Was Professor Mettlagel erfunden hat, und zwar in seiner Habilitationsschrift, war eine Art und Weise, die Eigenschaften von einer kritischen Edition, was Philologen von jeher machen, was sie tun, so auf Briefe zu projizieren. So, man kommentiert systematisch alles, was objektiv ist, alle Namen, alle Daten, also alle so Hinweise auf Ereignisse, so alles, was man feststellen kann, so aus Standardwerke, damit man nicht interpretiert, sondern damit man den immanenten Kontext, den immanenten Zusammenhang herausholt und klar macht. Und das als Basis für eine Literaturgeschichte, für eine Kulturgeschichte, für eine Philosophiegeschichte, je nachdem, was man anstrebt. Ja. Ein anderer Punkt, ein wichtiger Punkt, etwas, das uns dringendst fehlt in Österreich, ist eine Auseinandersetzung mit dem 19. Jahrhundert im sozialhistorischen Zusammenhang. Und so fast das wichtigste Element in der Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts ist die Entwicklung der sogenannten zweiten Gesellschaft. Diese 200 Großfamilien, wovon Wittgenstein so eine war.
Dieser Kreis, die beinahe geschlossener als die Aristokratie war. So die Großunternehmer, die Finanzier, so die Leute, die nach der Eröffnung der Wirtschaften, das war sehr, sehr spät in Österreich, an den 40er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, so Riesenunternehmungen auf die Beine gebracht. Und so riesiges so Vermögen auch gesammelt haben und wiederum in die Gesellschaft zurück in Form von karitativen Tätigkeiten und Unterstützung von Künstlern etc. Diese sogenannte zweite Gesellschaft ist die treibende Kraft der österreichischen, der Wiener Kultur und leider Gottes die Sozialgeschichte, die das herausholt, ist nur am Beginn. Und so ein Buch ist unter anderem, abgesehen von allem, was wir schon gehört haben, ein wichtiger Beitrag dazu. So, ich könnte viel mehr über die Vergangenheit zu dieser Ausgabe und wie das aus dem Gesamtbriefwechsel entstanden ist. Ich glaube, das wäre nicht so besonders spannend. Stattdessen werde ich ein bisschen über die Zukunft. Wo können wir hingehen mit diesen Sachen? Und hier geht es wiederum um eine andere Vision. Und diese Vision ist eigentlich die von Alois Pichler, der Leiter des Wittgensteiner Archivs in Bergen, der es gern hat, dass wir die verschiedenen Arten von verschiedenen Elementen, die mit einer Figur wie Wittgenstein zu tun haben, zusammenführen. Ein Wittgenstein-Korpus zu machen. Dr. Schmidt hat mir gerade erzählt, dass das ein wichtiger Schritt gerade genommen ist, das heißt die Zusammenführung vom Nachlass, vom digitalen Nachlass und vom Gesamtbriefwechsel kommt näher. Das ist willkommen zu heißen. Aber in dieser Vision, es geht um den ganzen Umfeld, so um Wittgenstein, um die Sachen, die er gelesen hat. Drüben auf dem Büchertisch ist ein sehr schönes Buch, das wir auch präsentiert haben. Hier das Buch von Hans Biesenbach. Vergiss genau, was der Titel ist. Hans Biesenbach hat als Labor of Love alle Zitate in die 20.000 Seiten von Wittgensteins Nachlass gesammelt. So, man kann alles dort finden, was er von Goethe zitiert hat, zum Beispiel. Alles, was er von Schopenhauer zitiert hat, etc. Das gehört auch, und diese Figuren gehören auch zu Gesamtbild von Wittgenstein und von seiner Bedeutung so für uns und für unsere Kultur. Eine meiner Lieblings-Subprojekte hier wäre so eine elektronische Ausgabe von Oswald Spengler. Der Spengler mit Wittgenstein, aber nicht nur mit Wittgenstein, mit Nietzsche, mit Schopenhauer, mit Goethe, so linken könnte. Solche Dinge sind möglich. Niemand hat bis jetzt so etwas gemacht, aber man könnte es machen. Und in Bergen gibt es ein Interesse, dass man weitergeht. Wir sind bei weitem nicht am Ende hier. Und als gutes Letztes wollte ich sagen, das gilt auch für Wittgensteins Philosophie, der ein bisschen so außer Mode ist. Der Name Wittgenstein ist auf den Lippen von allen, aber unter Philosophen nicht mehr.
wie es einmal war. Das ist vielleicht so ein Fehler. Das gibt Dinge so neu zu entdecken, glaube ich. Auf jeden Fall, wir können heute Abend die Publikation von einer erstens ein sehr schönes Buch mit einem sehr tollen menschlichen Inhalt, die wirklich ein Buch, das mit viel Hingabe von allen Beteiligten hergestellt worden ist. Und ja, ich gratuliere alle Beteiligten sehr. Dr. Schmidt hat eine Bemerkung. Ich wollte zum Gesamtbriefwechsel noch, also zum elektronischen Gesamtbriefwechsel noch eine Bemerkung machen. Ich denke, die meisten von Ihnen haben damit schon gearbeitet, aber für die, die es noch nicht getan haben, es ist wirklich eine ganz große Errungenschaft, dass diese Briefe jetzt, Sie können in chronologischer Ordnung jetzt sehen, an welchen Tag hat Wittgenstein an wem geschrieben. Er hat zum Beispiel gleichzeitig vielleicht an Engelmann und an seine Schwester geschrieben. Also Sie haben die gesamten Briefe, die sonst verstreut waren auf verschiedenste Printeditionen, im Überblick zugänglich. Also wirklich ein ganz großer Schritt, das muss ich nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch an das Brennarchiv, dass Sie diesen Schritt getan haben. Und dazu noch, das wollte ich extra noch herausstreichen, dieser Apparat, der dabei ist. Zum Beispiel haben Sie auch integriert Biografien aller erwähnten Personen, wirklich ausführliche Biografien, auch sehr unbekannter, die nur irgendwo mal in einem Brief auftauchen. Und was ich auch sehr, sehr praktisch finde, es ist eine sehr genaue Chronologie auch dabei. Das heißt, Sie haben also das gesamte Leben Wittgensteins nach Jahren geordnet und zum Beispiel alle Aufenthaltsorte, von denen wir wissen, mit belegen, aus welchen Quellen wir wissen, wo Wittgenstein wann war. Also das sind ganz, wirklich ganz wichtige Quellen. Und das alles ausbaufähig. Ich meine, das ist der springende Punkt. Das hat kein Ende. Man kann die Geschichte sehr, sehr weit bringen. Übrigens in eigener Sache, in dieser Dokumentarpräsentation, die Sie hier sehen, die zwei Biografien von Wittgenstein bis Vollendung und Publikation des Traktatus und das Leben nach dem Traktatus sind genommen von dem Gesamtbriefwechsel, von dem Anhang, biografischen Anhang. Darf ich eine Schlussbemerkung? Ja. Ich wollte noch eines sagen, was ich vorhin vergessen habe. Also Ellen hat, glaube ich, eh schon erwähnt, es ist der Gesamtbriefwechsel, elektronische, enthält so ziemlich alles, was wir kennen an Korrespondenz, mit einer großen Ausnahme. Und da darf ich noch einmal ein bisschen Werbung machen. Es gibt 150 Briefe an Ben Richards, also an seinen engen letzten Freund aus seinen letzten Lebensjahren, die auch in der Nationalbibliothek liegen, aber gesperrt sind noch. Also das ist ein glaube ich, das letzte große Konvolut, was wir nicht kennen, gesperrt bis 2020. Wir bereiten auch eine Edition vor und ich bin sicher, es wird dann auch den Weg in die elektronische Gesamtedition finden. Also das ist noch ein ganz großer Schatz, der momentan nicht zugänglich ist. Das ist immer möglich und sicherlich so wünschenswert. Und ich muss auch sagen, der Gesamtbriefwechsel wurde als Produkt konzipiert, nämlich als etwas, das wir verkaufen wollten. Wir hatten einmal die Meinung, dass es eine Möglichkeit wäre, Forschung zu finanzieren durch Vernetzungen von Projekten, die dann weiter an Individuen und Einrichtungen zu verkaufen werden. Das ist in die Hosen gegangen, weil jetzt alles zu leicht zu kopieren ist. Der Interlex, unser Verleger, verkauft nur an Bibliotheken. Und das macht alles ein bisschen kompliziert. Aber in Österreich, in allen Universitätsbibliotheken, in der Akademie der Wissenschaften, natürlich in der Nationalbibliothek und im Brenner Archiv, auch in Bergen, ist der Gesamtbriefwechsel zu lesen.
und nachzuschlagen. Also gratis für alle. Und wenn ich über unsere Träume oder ja, über unsere Träume bei der Wittgenstein-Initiative etwas sagen kann, den Kontext zu erweitern, weil natürlich die Geschwister, Ludwig ist das Zentrum. Ich weiß zwar nicht, ob Briefe zwischen Ludwig und Karl existieren, vielleicht nicht, sonst wären sie, aber die Korrespondenz von Karl Wittgenstein eventuell mit seinen anderen Kindern, oder die waren zu Hause, die Leute schreiben sich keine Briefe, wenn sie in einem Haus wohnen. Aber was Alan vorher erwähnt hat, zum Beispiel in diesem Brief fehlt Korrespondenz zwischen den Jahren 26 und 29. Wieso? Weil Ludwig in Wien war und an das Haus für seine Schwester Margaret in der Kuhnmanngasse gearbeitet hat. Da entstehen natürlich keine Briefe, weil er sich hier befindet. Aber ich wollte sagen, den Kontext erweitern, weil Papa und Mama sind so oft erwähnt, positiv oder weniger positiv, egal, in diesem Buch. Wer war das? Welche waren die Zusammenhänge? Weil es ist doch ein Netzwerk, die sogenannte zweite Gesellschaft. Oder Herr Feilschenfeld, zum ersten Mal, glaube ich, haben wir eine Fußnote zu Feilschenfeld, einer der Direktoren der böhmischen Montangesellschaft, ist das richtig, von Karl Wittgenstein, enorm wichtig für die Stahlindustrie der Monarchie. Das Buch, das Alan Janik erwähnt hat, von Hans Biesenbach, heißt Allusionen, Anspielungen und Zitate im Werk Wittgensteins. Und es ist interessant, also ich komme von der Musikwelt, ich öffne den Namen Bruckner, weil Ludwig Bruckner, was hat er über Bruckner geschrieben? Und da kann man, ja, ich darf zeigen, da kann man alle Stellen, wo er den Namen Bruckner im philosophischen Nachlass, in der Korrespondenz und in Memoiren, die von seinen engsten Freunden geblieben sind, erwähnt hat. Zum Beispiel, dass Bruckners Musik gut als Filmmusik wäre, während Brahms nicht so gut für Film wäre. Ich glaube, heute würde man da genau umgekehrt sehen, aber egal, es ist wichtig. Zeitgenossen. Ich glaube, besonders wichtig für uns ist jetzt, wo ja der Wiener Moderne gefeiert wird, Loos, Engelmann natürlich, aber das ist nicht genau Wiener Moderne, aber Loos, Krauss, Zeitgenossen, da gibt es Anspielungen und Erwähnungen unglaublich viel. Und soweit ich weiß, ist noch nicht verbunden zum Beispiel zwischen Krauss-Nachlass und Wittgenstein-Nachlass oder zwischen Loos-Nachlass. Und es entstehen Legenden, die haben sich getroffen und Loos hat gesagt zu Wittgenstein, sie sind wie ich. Also Bewunderung. Was sind die Gründe, wie ist es weitergegangen? Weil das spielt sich dann weiter auf die Bearbeitung der Geschichte und des Baus von der vom Haus in der Kuhnmanngasse. Was Professor Schulte zitiert hat, er schreibt an Margaret, ich habe an das Haus gedacht, so wohltuend hast du es eingerichtet, wir verstehen uns. Die Leute suchen vergeblich, sagen die Architekten, Erwähnungen, wo hat Ludwig etwas über das Haus gesagt. In dem Kontext sind solche Bücher wichtig und ich glaube, das alles muss mit der Zeit vereint werden. Okay, in elektronischer Form, das Digitalisierung ist, ich möchte nur eine Frage an Dr. Schulte stellen, weil Sie haben vor Jahren einen Ansatz publiziert über die Wichtigkeit, wie wichtig ist die Korrespondenz eines Philosophen, um ihn als Philosoph zu verstehen. Und da zitieren Sie aus den Familienbriefen, aber auch aus Briefen an Russell, glaube ich. Ist es überhaupt wichtig? Ist es wichtig im Fall von Wittgenstein, ihn als Philosoph zu verstehen, wenn man seine persönliche Korrespondenz kennt? Ja, wichtig ist auf jeden Fall, aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Schwierigkeiten beim, sagen wir mal, was einen fruchtbaren Einsatz der Lektüre dieser Briefe angeht. Ich habe vorhin dran denken müssen, als Erlen die Ficker-Briefe ins Spiel gebracht hat.
die haben ja in der Wittgenstein-Interpretation eine enorm große Rolle gespielt. Und das sind ja keine in irgendeinem Sinne philosophischen Briefe. Nicht? Also es gibt Briefe an Russell zum Beispiel, die einen ganz klar werkbezogenen Charakter haben, wo Wittgenstein Auskunft gibt darüber, was er meint, wenn auch widerwillig, aber sehr klar. Diese Briefe an Ficker sind halt Briefe erst an jemanden, mit dem er wegen dieser Geldstiftung zu tun hatte und dann später, weil er einen Verleger sucht für den Traktatus, also fast Bettelbriefe in einem gewissen Sinne. Und einer dieser Briefe hat eine enorme Karriere gehabt in der Wittgenstein-Interpretation, wo Wittgenstein schreibt, im Grunde ist der Sinn dieses Buches ein ethischer Blablabla. Und lesen Sie mal nur das Vorwort und den letzten Satz, dann wissen Sie schon Bescheid und so weiter. Nicht? Und ich meine, an diesem Punkt muss man mindestens zwei Dinge berücksichtigen. Erstens, und das ist, gilt für fast alle Briefe Wittgensteins, dass er auf ungeheuer feine Weise auf sein Gegenüber eingeht. Man merkt bei jedem Brief, das ist wirklich erstaunlich, auch wenn man auch andere Briefwechsel kennt, dass er diese Person im Blick hat. Also auch wenn es nur drei Sätze über was völlig Belangloses sind, bemüht sich ganz genau diese Person anzusprechen. Und man merkt es an vielen Dingen, Kleinigkeiten. Das heißt aber auch, dass er, wenn er zum Beispiel frotzeln will, also wenn er seinen Spaß treiben will mit jemandem, das auf eine Weise macht, die dem Betreffenden auch nicht unbedingt klar ist. Nicht? Denn ich meine, wenn er jemanden veräppeln will, dann soll das auch klappen. Das heißt, man darf es nicht zu offensichtlich machen. Und ich vermute, dass dieser berühmte Ficker-Brief zumindest zur Hälfte eine solche Veräppelung ist, was dann, wenn dieses die meisten Interpretationen gehen vom Englischen aus, schon in der Übersetzung verloren gehen. Und dann, weil die Leute gar nicht daran denken, dass Wittgensteiner seinen Spaß treiben könnte, völlig vergessen geht. Nicht? Das sind alles Dinge, die man lernen muss. Briefe lesen lernen, wie er am Anfang gesagt hat. Das sind, auch, ist ein Handwerk, was zunehmend verloren geht. Und das müsste wieder gelernt werden, um wirklich mit diesen Briefen und vor allen Dingen dieser Klasse von Briefen, die so teilweise eher privat sind und aber einen gewissen Einblick in Wittgensteins philosophisches Treiben ermöglichen, dass man da an jeder Stelle drauf achtet, ja, könnte es sein, dass er hier seinen Schabernack treibt oder ist das wirklich, manchmal ist er auch bezaubernd naiv, nicht? Also dann ist das, was irgendwie fast unmenschlich lieb klingt, wirklich so gemein. Nicht? Dafür muss man auch gerade bei Wittgenstein einen gewissen Blick gewinnen. Nicht? Also zum Beispiel, man kennt es zum Beispiel aus Tagebuchbemerkungen, was ja wieder ein anderes Genre ist, aber ein bisschen verwandt in mancher Hinsicht. Sobald er von Marguerite spricht, also seiner Freundin, ist alles nur lieb und reizend und so weiter. Und es ist auch wirklich so gemein. Nicht? Also das, da muss man dann auch, man kann es gar nicht glauben, nicht? Weil es klingt so nach Sissi oder irgendwelche Filme aus diesem Bereich. Also für diese extremen Formen der Naivität muss man dann auch einen Sinn gewinnen. Aber wie gesagt, das, was ich über Ficker gesagt habe, das hat viel mit dem mit der philosophischen Fruchtbarmachung solcher Briefe zu tun. Wie ich
angemerkt habe in diesen Familienbriefen, ist da nicht sehr viel rauszuholen. Aber es gibt so ein paar, manchmal, man schärft sein Ohr einfach für bestimmte Anklänge. Und was man auch lernen kann, das hängt mit dieser Fähigkeit Wittgensteins zusammen, auf dein Gegenüber, auf den Adressaten einzugehen, ist, dass er einfach manchmal kein Blatt vor den Mund nimmt. Also es gibt zum Beispiel aus dem Briefwechsel mit dem Schuldirektor Hänsel, da gibt es einen Brief, wo Wittgenstein diesen guten, sehr bewährten Freund, der ihm oft gehört hat, dermaßen fertig macht, weil er irgendwie einen kurzen Artikel veröffentlicht hat, in dem er sich anmaßt, über naturwissenschaftliche Dinge zu reden. Und Wittgenstein fährt völlig aus der Hand und sagt, es ist die Sünde vor dem Geiste, was darf man nicht machen, du machst dich moralisch schuldig und so weiter und so fort. Nicht? Der arme Mann, der ist sicher 14 Tage in Sack und Asche gelaufen. Also das ist solche Dinge, nicht? Oder wie er an Russell mehr als einmal geschrieben hat, wir sind zu verschieden, wir sollten eigentlich nicht miteinander reden, und überlegen wir jetzt, ob wir nicht mal endlich unsere Freundschaft aufkündigen, nicht? In einer Weise, das sind Briefe, die möchte man nicht bekommen. Also das ist... Noch mehr in diesem Punkt, der Briefwechsel mit Strafe find ich unglaublich. Die schreiben hin und zurück, ist ganz klar, wir verstehen einander nicht. Wir sollten nicht mehr miteinander reden, aber sie schreiben nach wie vor. Ich weiß nicht, wie lange. Ich wollte etwas unterstreichen, das du erwähnt hast, dass die Texte, und das hat mit diesem Buch nichts Direktes zu tun, aber ich finde es ein sehr wichtiger Punkt, dass manchmal übersehen ist. Vieles, das mit Wittgenstein zu tun hat, ist eigentlich aus dem Englischen rezipiert worden. Und ich finde das manchmal problematisch, manchmal sehr problematisch, vor allem im Zusammenhang mit den vermischten Bemerkungen, mit der Schrift Culture and Value. Ich habe das auch herausgegeben, aus Copyright-Gründen haben wir diese Ausgabe nicht zur Verfügung stellen können. Aber hier ist ganz klar, auch die deutsche Rezeption läuft vorwiegend über die englische Übersetzung. Und die englische Übersetzung ist nicht unproblematisch. Was Professor Schulte über den verschiedenen Ton zu allen Korrespondenten, was Sie gesagt haben, dass er sich immer mehr oder weniger einbringt oder einlebt, das nennt man Empathy, ja. Das ist besonders auffallend in den Familienbriefen. Der Ton zu jedem der Geschwister ist ein ganz anderer. Dass die Geschwister verschiedenen Ton haben, ist klar, verschiedene Leute. Aber er schreibt zu jedem der Geschwister in einem, auf einem anderen intellektuellen Niveau, glaube ich auch, zu Paul auf jeden Fall auffallend höher. Aber er weiß, also das ist nicht irgendwie Familie nur, Geschwister für ihn, sondern sehr, sehr gezielte und sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Das wird vielleicht für Leute, die sich für die Familie Wittgenstein interessieren, besonders wichtig sein. Vielleicht kann man hier zwei kleine Beispiele, vor allem für den ironischen Ton mit Schwester Lenka, also mit Helene. Also nur ein paar Beispiele, die mir sehr lustig erscheinen. Am November 1923 schreibt er: Liebe Helene, da mein Verleger meinen Briefwechsel mit dir herausgeben will und es wünschenswert wäre, ein stattliches Bändchen zusammenzubringen, so will ich unsere in der letzten Zeit unterbrochene Korrespondenz hiermit wieder aufnehmen. Also er nimmt sozusagen schon die Herausgabe vorweg. Und eine andere Stelle, die mir so gut gefällt, eine seiner Nichten, also die älteste Tochter von Helene Marie, das Mariechen, hat ihr erstes Kind bekommen, und er schreibt am
9. Mai 1924. Liebe Helene, vielen Dank. Es enttäuscht mich, dass Mariechen nur ein Kind bekommen hat. Und ich glaube, es ist nicht gründlich genug nachgeschaut worden. Wahrscheinlich war noch ein kleines irgendwo drinnen, wie oft bei Kastanien noch eine ganz kleine in irgendeinem Fach sich findet. Vielleicht kann man noch einmal nachschauen. Es muss alles durchsucht werden. Ja, allein um zu finden, dass Ludwig Wittgenstein Sinn für Humor gehabt hat, ist es etwas wert, glaube ich. Das ist für viele eine Überraschung, weil das nur von seiner Philosophie ausgehend deduziert man nicht unbedingt, dass er einen so scharfen Sinn findet. Aber ich meine, darauf wollte ich vorhin ein bisschen raus. Ich meine, das hängt natürlich auch wieder mit der englischen Assoziation zusammen, nicht? Diese Feinheiten gehen bei Übersetzung, selbst bei der besten Übersetzung natürlich verloren. Ich glaube, jemand, der den Text gut liest, wird, wenn er sich überhaupt dafür öffnet, sehr leicht merken, dass manches da durchaus ironisch gemeint ist, dass manches humorvoll ist einfach und dass der Mann einfach auch Spaß daran hatte, zum Beispiel sprachliche Doppeldeutigkeiten irgendwie einzusetzen. Nicht? Ein ganz berühmtes Beispiel, was auch mit einem Schlagwort zusammenhängt, was oft ins Spiel gebracht wird, nämlich mit der therapeutischen Seite der Spätphilosophie vor allen Dingen, ist das Wort behandeln, nicht? Also, oder selbst im Vorwort des Traktatus ist davon die Rede, dass Probleme behandelt werden, und gemeint ist ganz klar beides, nicht? Also sowohl, dass es einfach traktiert wird, aber auch, dass es in einem quasi medizinischen Sinne austherapiert werden soll, nicht? Oder ich meine, das mit zu den lustigen Sachen gehört ja der Titel des bedeutendsten Spätwerks, philosophische Untersuchungen, nicht? Das sind ja, ich meine, alle Leute denken, und zum Beispiel der Übersetzer steht hier wirklich vor einem Problem, nicht? Also was soll der arme Kerl machen? Investigations, da denkt kein Mensch an medizinische Untersuchungen, nicht? Und wenn man es jetzt Examinations übersetzt hätte, dann wäre der, sagen wir mal, etwas normalere Gebrauch verloren gegangen. Aber der deutsche Leser darf natürlich sich mit den Untersuchungen beschäftigen und irgendwann erkennen, oh Gott, ja, der Mann hat ja gleich im Titel eine Anspielung, deren Bedeutung uns erst am Anfang aufgeben. Also ich glaube, Sinn für Humor und Ironie und Anspielungsreichtum gelten fürs Werk genauso wie für den direkten Austausch in den Briefen. Und da können aber natürlich die Briefe sehr viel helfen, dass wir lernen, weil es da offensichtlicher ist, nicht? Also gerade bei diesen Familienbriefen, dass der Mann diese Ader hatte, nicht? Und vor allen Dingen einfach Spaß an Wortwitzen hatte, nicht? Und zwar in einer Weise, die man manchmal schon fast bübisch irgendwie nennen würde. Macht ihn sehr menschlich und sympathisch auf jeden Fall. Als letzte Frage, bevor wir Fragen vom Publikum vielleicht hoffentlich bekommen, möchte ich, das ist dann alle drei, ihr alle kennt euch mit dem Nachlass, mit der Entwicklung des Nachlasses, mit dem Stand des Nachlasses. Es ist heikel natürlich zu fragen, aber ist es zu erwarten, kann man hoffen, dass noch Briefe von oder an Ludwig Wittgenstein irgendwo, irgendwann auftauchen? Gibt es Gründe zu hoffen, abgesehen von den Briefen an Ben Richards, das ist schon klar? Keine Ahnung, ich meine, es hat ja auch vorher Überraschungen gegeben und es kann natürlich noch einiges passieren. Also eine Lücke, die ganz offensichtlich klafft, soweit ich weiß, ist der Briefwechsel
mit Drury, also dem irischen Schüler, bei dem er in den späten 40er Jahren noch gewohnt hat und mit dem er sehr gefördert hat. Also, und da scheint gar nichts zu sein, aber es kann natürlich sein, dass irgendeiner dieser irischen Verwandten da auf diesem Karton mit Briefen von Wittgenstein Drury sitzt und die einfach noch nicht herausgerückt hat oder noch nicht gestorben ist oder was immer nicht. Also das, da kann noch viel passieren. Viel nicht mehr, aber ein bisschen. Ich wollte nur zu dem Stichwort eben Überraschungen. Es gibt auch eine sehr interessante Geschichte über die Briefe an Wittgenstein. Die galten lange Zeit als verschollen. Also man kannte überhaupt keine Briefe aus seiner ganzen frühen Zeit. Und es war, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen mit Ellen, also es war eine Zufallsentdeckung 1988 bei einem Wiener Immobilienhändler im Lagerraum tauchten plötzlich Aktenordner auf, die eigentlich schon in Richtung Reiswolf gehen sollten. Also er brauchte einfach den Raum. Und eine Mitarbeiterin schaute diese Dokumente an und las immer wieder die Anrede, lieber Ludwig, sehr geehrter Herr Wittgenstein, etwa 800 Briefe müssen es gewesen sein, sind dort gefunden worden. Es hat niemand mehr gewusst, dass sich die dort befinden. Ich weiß auch nicht, wie sie hingekommen sind. Jedenfalls haben sie von dort aus dann ihren Weg ins Brennarchiv gefunden, über 250 Briefe. Ein anderer Teil ist zunächst an die Familie zurückgegangen und dann als Schenkung, ich möchte das auch jetzt nochmal erwähnen hier, also ein ganz großer Teil der Briefe an Wittgenstein, über 600 Stück wurden dann der Nationalbibliothek geschenkt. Aus diesem Zufallsfund, der eigentlich niemand erwartet hat, das je noch zu finden. Aber ob sowas Großes je noch auftaucht, das bezweifle ich eher, aber sicher das eine oder andere Stück könnte sicherlich noch auftauchen. Ja, man darf hoffen. Jetzt möchte ich fragen, ob... Kurz was dazu sagen. Ich beschäftige mich mit Wittgenstein seit 55 Jahren. Und am Beginn hatte ich einen Zugang zu Wittgenstein, so habe ich geglaubt, über Schopenhauer gefunden. Und das war bekannt, aber unorthodox. Und wie ich das entwickeln wollte, war sehr unorthodox, für besser oder schlechter. Und ich habe gedacht, was würde ich geben für einen Brief? Es gab nichts. Es gab null. Und jetzt haben wir fast 2500 Stück im Briefwechsel. So, wenn das der Fall sein kann, Überraschungen sind durchaus möglich. Jetzt darf ich fragen, ob es vom Publikum Fragen gibt, sei es zu den Briefen allgemein oder zu dieser Edition. Ich darf nochmals Maria Concetta Ascher begrüßen und sagen, ich bin ihr persönlich sehr dankbar. Dank ihr sind die Familienbriefe wieder auf den Markt gekommen in zweiter Auflage. Und danke für die Schenkung der ersten Edition damals. Also keine Fragen? Ja? Also ich hätte eine kleine Frage als Philosophin, du hast es angesprochen, dass man manchmal Wendungen erkennt, die dann auch in den philosophischen Werken, mit denen wir arbeiten, auftauchen und man sie besser versteht. Wie wichtig sind die für Entscheidungen, wenn ihr neue Übersetzungen macht? Ich weiß, du arbeitest an neuen Ausgaben und Übersetzungen. Also auch eine Frage an Janik. Wie wichtig können die Briefe sein, um bestimmte Stellen besser zu übersetzen, als sie bisher übersetzt wurden, dass man die Sprache, also diese spezielle Sprache dann auch manchmal kennenlernt? Denn ich meine, ist ja jetzt nicht nur bei Wittgenstein ein Problem, wenn wir an die Nietzsche und die Kant-Rezeption denken, haben wir genau dasselbe Problem wie bei Wittgenstein. Es hauptsächlich aus den Übersetzungen im angelsächsischen Raum. Die ganze Literatur arbeitet mit zum Teil sehr fragwürdigen Übersetzungen.
Ja, ich glaube, die eine Sache, die man oder ein Nutzen, den zum Beispiel Lektüre solcher Briefe für philosophische, terminologische Entscheidungen zum Beispiel bietet, du hast von spezifischen Wendungen gesprochen, ist, dass man beispielsweise rausbekommen kann, in der Familie verwendet er den gleichen oder im Gespräch sozusagen mit anderen Familienmitgliedern, verwendet er einen Ausdruck gerne doppeldeutig, dann würde einen das sehr bestärken darin, dass man versucht, diese Doppeldeutigkeit auch im Kontext, im engeren Sinne, philosophischen Kontext, zu retten. Irgendwie nicht, was natürlich längst nicht immer möglich ist. Was auch nützen kann, ist, dass vor allen Dingen, wenn ein Ausdruck mehrfach in einer bestimmten Bedeutung verwendet wird, dass einen das einfach bestärkt darin, dass eine bestimmte Interpretation und damit auch eine bestimmte Übersetzung die richtige ist, oder dass man da Gewicht drauf legt. Nicht? Das kann manchmal auch bei ganz unschuldigen Wörtern zu Entscheidungen führen. Nicht? Wenn man zum Beispiel diesen Gedanken der, ich habe da drauf angespielt, diesen morphologischen Gedanken der übersichtlichen Darstellung in einer geordneten Reihe nimmt. Gibt es Vorkommnisse von in einer Reihe in Wittgensteins philosophischem Text, wo man einfach drüber hinwegliest, normalerweise. Wenn man aber, sagen wir mal, mehrmals darüber gestolpert ist, dann auch zum Beispiel in solchen Brieftexten, dass Wittgenstein da vielleicht wirklich an dieses eher theoretische, morphologische Bild denkt, dann wird einen das darin bestärken, das irgendwie ein bisschen deutlich zu machen, auch zum Beispiel in der Übersetzung. Nicht? Und dann steht man, gerade wenn man davon ausgeht, das ist mir leider auch schon passiert, vor der Frage, mit welchem englischen Ausdruck wird man das besser wiedergeben können. Geht es eher um Sequence oder um Series? Also ein ganz feiner Unterschied, der erstmal ziemlich nicht, also ich meine, du bist ein Native Speaker hier, aber man wird vor solche Entscheidungen gestellt. Und da kann eventuell so eine Stelle in einem völlig unschuldigen Kontext einen darauf stoßen, geh in die Richtung, das ist wahrscheinlich richtiger. Das ist natürlich dann nicht nur für die Übersetzung wichtig, sondern für die Interpretation, die der Übersetzung vorhergeht und von daher auch, sagen wir mal, für den Berufsphilosophen mitunter durchaus wichtig. Ich meine, es ist nicht der, sagen wir mal, vordringliche Nutzen eines solchen Briefwechsels, der ja vielleicht erstmal darin besteht, dass man Spaß hat, diese zum Teil ja auch wirklich sehr persönlichen Briefe zu lesen. Also die Neugier, die man eigentlich auch ja mitbringt, nicht? Also man guckt ja gern so in Nachbarsküche was, oder Schlafzimmer oder was immer, um zu sehen, was da passiert. Ich meine, diese Neugier, da haben wir wohl alle in gewissem Maße. Und die kommt bei der Lektüre solcher Briefwechsel immer zum Tragen, nicht? Keiner, der nicht irgendwo auch ein Peeping Tom ist, wird sich überhaupt mit solchen Briefen abgeben. Nicht? Das soll auch nicht verschwiegen sein. Es macht irgendwie doch Spaß, also auch nach 100 Jahren oder 50 Jahren noch in andere Leute Wohnungen anzugucken. Nicht? Darf ich nur eine kleine Bemerkung dazu geben? Professor Schulte ist, für diejenigen, die das nicht wissen, der Doyen, der Übersetzer der Philosophie von Deutsch ins Englische und von Englisch ins Deutsch und von Italienisch auch.
Ich weiß weniger über deine italienischen Tätigkeiten, aber das ist eine definitive Meinung, die wir gerade gehört haben, wozu ich gar nichts dazu Und besonders in dieser Edition die 12 Briefe, die ich früher erwähnt habe. Also im Original, das sind meistens Briefe von Margaret Stomboron Ludwig, geschrieben während des Krieges aus New York und wegen der Kriegs... Zensur mussten sie auf Englisch sein. Professor Schulte hat sie nicht nur übersetzt, er hat den Wittgenstein-Ton beibehalten. Und das ist sehr schwierig für alle, viele hier sind von der Wittgenstein-Familie, aber wirklich, wie wenn Margaret sie ursprünglich auf Deutsch geschrieben hätte, also das ist wirklich eine große Kunst, den richtigen Ton zu finden. Ich muss sagen, dass manche österreichischen Freunde von mir gesagt haben, ja, das hast du so gerade hingekriegt, aber österreichisch klingt das nicht. Also das, es klingt Margaret Stomboron. Okay, dann bin ich österreichisch. Darf ich noch eine ganz kleine Bemerkung zu dieser Frage? Es gibt natürlich auch Briefe, zumindest an einen denke ich jetzt, wo Wittgenstein ganz ausdrücklich sich mit Übersetzungsfragen beschäftigt. Und das ist vor allem der Briefwechsel mit Ogden, also dem Herausgeber des Traktatus. Da gibt es einige ganz wichtige Briefe aus 1922, also einen über 16 Seiten, wo er ganz genau die Übersetzung, die von Ramsey ja schon vorliegt, kommentiert. Also sie haben in der Ausstellung oben einen Teil dieses Briefes ausgestellt, also wirklich, wo er Punkt für Punkt auf die Ramsey-Übersetzung Bezug nimmt und Vorschläge macht, Änderungsvorschläge macht. Also er greift sozusagen auch direkt in diesen Übersetzungsprozess ein. Aber das ist jetzt eher nicht das von Ihnen gemeinte gewesen. Aber also als Beispiel, dass die Korrespondenz da auch sehr wichtig sein kann. Okay, wenn es keine Fragen gibt, kann ich mich nur nochmals bedanken, vor allem bei unseren Gästen. Vielen, vielen herzlichen Dank und bei unserem Publikum. Und bitte? Pierre wollte noch etwas fragen. Wolltest du etwas fragen? Ja. Und nochmals darauf aufmerksam machen, es geht mehrmals um Weihnachten in der Korrespondenz und es gibt sehr schöne Weihnachtsfotos der Wittgenstein-Familie in der Alleegasse im Palais Wittgenstein. Also wir können nur empfehlen, es ist für Wittgenstein-Verhältnisse ein äußerst herzliches, menschliches und unterhaltsames Buch. Danke Ihnen.